Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bus Simulator 2018 mit mir. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, wir haben ein Problem, Leute. Der Bus ist nicht da, Alter. Wo ist denn der Bus, ey? Scheiße. Ich möchte mich auf jeden Fall nochmal bedanken, Leute, dass du in den letzten Videos schön fleißig Kommentare reingehauen hast. Aber ihr habt mich, glaube ich, ein bisschen missverstanden. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr das Video schaut. Nur bitte nicht immer, wo bleibt Bus Simulator? Ja, also einfach ganz entspannt bleiben und dann freue ich mich auch und nehme auch gerne für euch auf. Sorry, dass gestern kein Video kam. I have go to the Nürburgring because I was by the 24-Stunden-Ring and you can looking on my Instagram. So many impressions. So, okay. Jetzt muss ich gucken, wo mein Bus ist, weil da gibt es ein Problem. Ich gehe schon mal einfach mal zur nächsten Haltestelle oder so. Vielleicht ist da vorne eine. Scheiße, Alter. Mein Chef wird mich rausschmeißen, Leute. Wo ist mein Bus? Mein Sonnenlicht. Alter. So. Das ist natürlich nicht so gut, ne? Wenn man hier mitten auf offener Landstraße sein Fahrzeug verliert. Wäre natürlich jetzt gut, wenn ein anderer Busfahrer sich auf den Weg machen würde und mich abholen würde. Oder? Ach, guck mal, da ist ein Bus! Nee! Wer ist das denn? Oh, hallo! Mach mal Tür auf! Möchten Sie einsteigen? Oh! Ah, Herr Magels, was machen Sie? Ich dachte, Sie haben heute gar keine Schicht. Ah, doch. Man muss arbeiten hier bei der Heidel Corporation. Sieh dir den ganzen... Als Maul! So. Ja, geil, Alter, Leute. Der Magels ist wieder mit am Start, ne? Der ist nicht nur Polizist, sondern auch Busfahrer. Richtig. So. Und der... Und wir sind jetzt hier dabei, die Strecke auf Level 5 zu bringen, Alter. Marc, jetzt hast du gehört, auf Level 5. Mhm. Ne, weil wenn wir Level 5 erreicht haben, passiert das Unmögliche. Dann kriegen wir ein neues Gebiet, Marc, jetzt mit Flughafen, alles. Oh, mit Flughafen sogar. Mit allem, Alter. Komm, lass sie mal einsteigen, ich check mal ihre Tickets. Ja. Guten Tag. Kommen Sie rein. Hier, Ihr Bus ist da. So, schön. Ja, da verliere ich beinahe meinen Bus hier, ey. Oh, Marc, es gibt denn jetzt Tickets hier? Danke. Bitte, steigen Sie mal alle ein. Ich will Ihnen all das Geld abknöpfen, denn ich brauche Money! So. Eine Fahrkarte bitte. Und wir gucken mal, ob wir heute schaffen im Multiplayer-Modus. By the way, der Multiplayer-Modus, der laggt gar nicht, wenn ihr den Dings ausstellt. Wenn ihr keinen Gelenkbus nehmt. Hier ist so. Die Fahrkarte. Elfriede, danke für das Ticket. Hier ist die Fahrkarte. Ach so. Hier ist die Fahrkarte. Oh ja, geil. Nice, Alter. So, und wie ist es so, Magels? Erzähl mal, was hast du so gemacht in letzter Zeit? Hab gehört, du bist traurig, ne? Ich bin traurig? Warum? Ja, weil die Leute gesagt haben, dass du bei Polizeisimulator nicht mehr mitmachen sollst. Stimmt das? Ja, ja, es hat wehgetan. Echt? Möchtest du den Leuten... Möchtest du den Leuten ein Statement geben? Simulator, aber ohne Magels. Ja, nee, verstehe ich. Aber ich möchte mich recht herzlich entschuldigen. Ich habe das Spiel in der ersten halben Stunde noch nicht ganz so gecheckt. Aber nicht? Nee. Warum? Was? Ich wusste nicht, wie man so interagiert und so und dass man die Leute auch so stoppen kann, aber... Der arme Muggels, Alter. Das lernt man dann natürlich, ne? Im Spiel. Hast du eigentlich ein Lenkrad zu Hause für deine Konsole, also für deinen PC? Ja, tatsächlich, aber ich glaube, es ist schon ein bisschen beschädigt und ich war ganz einsatzfähig. Was hast du damit gemacht? Nichts, es ist nur sehr, sehr alt. Okay. Ja, Leute, ich habe nämlich... Müll! Ich habe nämlich auch versucht mit meinem Lenkrad hier... Ne? Ihr sagt ja immer, mach mal Lenkrad. Aber ich habe es angeschlossen und es packt irgendwie rum. Es reicht langsam. Entschuldigung. Wie weit müssen wir denn zur nächsten Haltestelle? Na, noch ein bisschen. Sind gleich da. Hier möchte ja jemand aussteigen, Marc. Jetzt hat er am Knopf gedrückt. Ja, ich hab's gehört. Schöne Schuhe hast du heute aber an, ey. Mhm. Wir kommen in Westfield. Boah. Geil. Wenn hier Westfield ist, ist ja dann auch irgendwo Enfield. Ja, es gibt das Enfield-Stadion hier, ja. Nice. Boah, ich muss echt mal gucken, Leute, ne? Es ist so warm in den nächsten Tagen. Ich habe gehört, in NRW sollen bis zu 40 Grad sein, dass ich mir ein Klimaanlagengerät kaufe, ey. Ein Klima-Anlagengerät. Oh. Was? Aktionsmenü? Hier ist die nächste Haltestelle, ne? Mhm, richtig. Ja, nice. Ey, ich kann nicht laufen. Was ist das? Ach so. So, alle aussteigen bitte! Moin! Tschüss! Tschüss! Alle aussteigen bitte! Warum steigt hinten keiner ein? Weil,
Hä? Das ist hinten zu abgesperrt, ne? Welche Tür, die hinten? Ja. Nee, die vorne kannst du ja auch zumachen. Ich bin doch die ganze Zeit hier. Ja schon, aber die hintere kann ich nicht aufmachen. Ja, dann geh... Ja, mach mal die... aufmachen. Was hast du gemacht? Hast du selbst abgesperrt. Nein! Ich hab dir nicht abgesperrt. Die ist gesperrt. Hä? Kannst mich nicht verarschen, Dennis. Ja, fahr du mal. Ich will nicht fahren. Okay, ich hab die gesperrt, ich wollte dich trollen. Ja, ich kann's. Hast du alle trollen. Fahrgäste jetzt? Wie viele Minuten Verspätung haben wir? Matrikelkontrolle. Ja, wie oft wollen Sie die denn noch? Hier ist die Fahrkarte. Ups. So, Achtung, Tür geht zu. Wie oft wollen Sie die denn noch? Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Rückt der hier wieder? Ach, Dennis. Boah, Muggles, ey, du bist ja ein Genius, Alter. Willst du den Muggles pranken und der hat da direkt alle raus hier? Guck mal. Geil, Alter. Ich hab ihm die Handbremse reingelegt, Leute, aber der hat's verstanden. Muggles ist halt... Der weiß halt, wie es läuft. Vorsicht, Vorsicht, Alter. Ja, ja, what? Vorsicht, Alter, die Achse, ne? Wollen wir ja nicht. Früher konnte man immer noch während der Fahrt als Multiplayer-Fahrgast immer die Tür aufmachen und so. Haben die alles rausgekommen, voll langweilig. Worüber reden die da hinten? Hast du eigentlich schon mal erlebt, dass du zu einem Bus gerannt bist und der Fahrer hat die ganze Zeit gewartet und zum letzten Moment dann weggefahren? Nee, ich habe nur erlebt, dass er auf mich gewartet hat dann. Echt? So nett sind die Menschen bei dir. Ja, er hat in den Rückspiegel geguckt, mich gesehen und dann hat er gewartet. Okay, das ist krass. Bin ein langweiliger NPC. Ach, Uwe. Ich sag das doch nicht. Hör mal, Uwe. Du fährst gerade hier mit einem Bus mit, das Wetter ist schön. Bald, Uwe, haben wir alles auf Level 5. Das heißt, wir schalten das neue Gebiet frei, Uwe. Nein, Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ich habe wie du machst, dann sagst du es, ne? Du machst das schon gut. Wie oft wollen Sie die denn? Ja, wir sind jetzt. Hör mir zu! Das ist steigen! So. Muss ja kurz den Standpunkt verdeutlichen. Was ist denn das? Oh, Zug. Der Zug kühlt. Boah! Hier natürlich vor dem Zebrastreifen halten. Kann man da vorlaufen? Nee, das war ein Witz. Oh, das ist kein netter Witz. Das war böse. Schwarz. Oh mein Gott, dafür kriege ich wieder Kommentare. Mach mal Tür auf, lass mal kurz raus, ich guck mal, ob alles in Ordnung ist, da. Guck mal. Hallo, fahren! Habe ich Minuspunkte für falsche Haltestelle bekommen. Hier ist frei, Max, jetzt kannst fahren. Optimal. Fahr mal, was passiert eigentlich? Fahr mal. Hey. Toll. Ja, okay, warte doch! Ich renne, als ob ich mir in die Hose geschissen hab. Hinten ist offen. Lalala. Entschuldigung, das gehört alles zu unserem Schulungsprogramm. So, 50. Ey Leute, ich kann euch wirklich nur herzens empfehlen, das Polizeisimulator-Let's Play ganz zu gucken. In der ersten Folge waren wir wirklich ein bisschen am Struggeln. Da war auch sehr spät. Aber dann war geil. Kommen geile Szenen, Alter. Was hat die vergessen? Die hat was im Bus vergessen? Was denn? Was haben sie vergessen? Ja, mein Gebiss, mein Vater, der hat mir das geliehen, ne? Wie alt sind sie denn, Ma'am? 90, Mein Vater, der ist 110! Ich keine Ahnung, Leute. Ich versuche ein Programm zu finden. So, ja. Vorsicht, Schlagloch. Guck mal, hier liegt Laub, Alter. Oh, wie detailgetreu hier. Oder? Sunset Valley. Was sind wir am Sonnental? Geil. Guck mal, da hinten gibt's. Moin. Guten Tag, alle einsteigen, bitte. Warum steigen die nicht ein? Ja, wollte gerade sagen. Ich brauche eine Fahrkarte. Happiness ist das Smile. Och Leute, guck mal, wie schön, was hier für Werbung hier hängt. Das habe ich mir noch nie angeguckt. Jetzt wo der Marc jetzt mal eine Bus fährt, kann ich mir die ganzen Plakate mal gucken. Momobile, get in touch. Oh, geil. Boah, was ist denn das für ein geiles Früchte? Ne, doch nicht. Was fährt denn hier? Okay. Kann ich weiterfahren oder machst du noch was? Achso. Entschuldigung, ey. Ja, wir dürfen unsere Kunden hier nicht enttäuschen. Mama, gib Gas da. Bist du ein Streber? Es wird einfach keiner schwarz. Was so? Es reicht langsam. Ja. Boah, ey. Oh, Junge. Boah. Ich gedacht, jetzt ist vorbei, Leute, ey. Vielleicht Stellen haben wir eigentlich noch. Ein Plan. Fahrplan? Kein Plan, habe ich gesagt. Aber ist schön hier so, ne? Ja.
Sind es irgendwie mehr NPCs geworden, die rumlaufen? Habe ich auch irgendwie das Gefühl. Aber es gab gar keinen Patch. Ja. Vielleicht sind das alle deine Fans, Muggles. Oh. Weil du streamst ja auch auf Twitch, ne? CM Magnum heißt der Kanal. Oh. Was? Und du streamst ja, glaube ich, auch Heidentraut oder so. Ja, richtig. Und wenn man da Twitch Prime lässt, dann ist gut, glaube ich. Boah, mal, das ist aber mal Ehre, du, ey. Darf ich mal das Bild im Stream, im Video zeigen, wo du oben ohne stehst? Nee. Das ist privat, das will ich denn. Jetzt fragen sich die Leute so, warum schicken die sich sowas? Mach ich das Thumbnail einfach. Ja. Vorsicht! Naja, easy, Blinker rein und ab in die Kurve. Boah. Ja, so Dinge passieren, wenn man Lorette ist. Lorette Mai. Habt ihr eigentlich auch schon mal so einen richtigen Asi-Urlaub gemacht, liebe Community? So richtig so Malle, Saufen und... Ach, das war ja kein Asi-Urlaub. Ach so, nicht? Nee, war Spaßurlaub. War in deinem Hotel in Assa auch Bettwanzen und so gehabt dann? Weiß ich nicht, tatsächlich. Ich habe hier im Schlafsack geschlafen, den ich mitgenommen habe. Ach so. Wie viele Leute wart ihr denn in einem Zimmer? 3. Boah, da hat es bestimmt richtig nach Fuß gerochen, ne? Richtig. Wir haben alle mal Schuhe ausgezogen und dann, boah. Boah. Geist? Ja, das war passend. Vorsicht, Muggles, langsam, ne? Hier, guck mal. Vorfahrt gewähren. Hier, genau, da chillt. Und was heißt das andere da rechts, Muggles? Guck mal, meine ist Fahrschule. Was heißt das andere? Ja, hier hast du Vorfahrt immer, wenn du die Straße lang fährst. Vorsicht, Muggles. Ja. Jetzt fahr doch! Warum fahren die nicht? Die haben doch Vorfahrt. Weil die doof sind, Mann. Du Idiot. Boah! Optimal, Blinker korrekt eingesetzt. Muss ja schon wieder links. Was du musst nach links? Jetzt hätte ich mich links einfällen müssen, egal. Warte, ich fahr einfach. Ja, ich bin jetzt ein Fahrlehrer, komm. Hallo, Schulterblick. Ja, hab ich gemacht. So. Klick. Kann es sein, dass wir mega im Kreis fahren? Kann sein, wer hat die Linie erstellt? Muggles, fahr doch! Wo denn? Ja, rechts! Warum? Hey, ist in der links. Achso. Vorsicht! Ja, okay. Wie er mit seinen kleinen Händen immer das Lenkrad. Richtig anstrengend damit fahren. Du siehst aus wie so ein Dino, Alter, ohne Witz. Musst du nicht hier anhalten, Muggles? Nein. Wann ist denn die nächste Haltestelle? Gleich. Mal auf da vorne! 10 Sekunden Verspätung. Hä? Ja, ich glaube, du bist schneller als ich. Ich tu den Verkehr mal einfädeln hier für dich, warte. Vielleicht kannst du auch mit den Gästen aber joggen gehen. Hier. Schneller als so, fahren Sie! Sie sollen fahren! Ich schieb sie an! So, der nächste, fahren Sie! Wir haben keine Zeit! Fahren! Fahren Sie! Zack, zack, zack! Ich sperr ab! Fahren Sie! So! Ah, siehst du, Muggles? Ich kann das doch. Achso, du musst ab. Boah, jetzt kann ich Nitro geben. Alter, warte mal auf mich! Oh, wo ist denn die nächste Haltestelle? Hey, so wird das nie was mit unserem Unternehmen, Muggles. Wir kommen nie mal zum Flughafen so. Ach, easy. Wir haben nur eine Minute Verspätung, aber das war... Ja, easy, Alter. Verkehr. Ist ja voll, ey. Gebuttert. Was? Christina ist amputiert? Was? Was? Ich glaube, da hast du was falsch verstanden. Ach, wir fahren ja andersrum, stimmt ja. Wir haben ja umgekehrte Strecke gemacht, liebe Community. Umgekehrt, ist da Brain drin. Vorsichtig, ne? Ganz langsam ranfahren. Ja gut, machst du das mal. Extra in die Handbremse eigentlich, aber da kriegen wir Minuspunkte. Ja, da kriegst du Minuspunkte, Mann. Wie heißt denn die nächste Haltestelle? Römerstraße. Kannst du das wie so eine Ansage mal sagen? Nee. Das mache ich kostenlos. Was viele ja nicht wissen. Nächste Haltestelle, Römerstraße. Man hat mich angefragt, ne? Hab eine PN bekommen, ob ich vielleicht bei U-Bahn in Frankfurt einsprechen kann. Ja, und machst du? Nee. Warum? Ich Gage. Was wollten die denn zahlen? Fuffi? Ja. Ich schaff's nie im Leben zu meinem Termin. Ja, alle einsteigen. Was wollen Sie? Hier, Ticket, komm. Hey, was war...
Was machst du? Da? Du machst die ganze Zeit zu. Ich steig da rein jetzt. Ja, ich steig hinein. Also. Fahr!